Leute, es wird ernst. Hey Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe natürlich, euch geht es gut. Ich saß lange rum und hab mir immer so gedacht, ey, du musst mal wieder irgendwas machen, was einfach geil ist und was vielleicht so noch niemand gemacht hat oder zumindest nicht genauso, wie ich es machen werde. Ich erkläre euch heute alles, wie das geplant ist. Wir machen ein 1000-Euro-Paket auf und ich bin dann gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren, ob ihr das Projekt feiert oder vielleicht, ob es eurer Meinung nach nicht so viel Sinn macht, aber ich finde es eigentlich so ganz cool und es ist realistisch und sonst ist es einfach sau schwer. Ich spreche aus Erfahrung. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere von euch an das Restpostenprojekt von letztem Jahr. Das habe ich, glaube ich, im Dezember aufgehört und wir haben auf dem Konto aktuell 1100 €. Ich blende es euch hier ein. Das Geld lag da die ganze Zeit, nur ich habe da nichts mit gemacht und ich habe mir aber überlegt, irgendwie musst du mal weitermachen und irgendwie dir auch ein Ziel setzen, ein realistisches Ziel, damit dieses ganze Projekt oder Geldexperiment, so wie ich es, glaube ich, nennen werde, Sinn ergibt und auch geil ist, um euch von Folge zu Folge mitzunehmen und dass man Spaß hat halt beim Zuschauen. Und was ich jetzt sagen werde, klingt vielleicht erstmal ein bisschen verrückt, aber ich glaube, dass das machbar ist und ich bin vor allem mal gespannt, inwiefern ich das in meiner Rolle als YouTuber mit dieser gewissen Reichweite, in was für einer Zeit ich das schaffen kann. Okay, das Ziel von dieser ganzen Sache blende ich euch jetzt mal ein. Ey Leute, vielleicht die schon über 18 sind, können das verstehen. Das erste Auto ist einfach ultra nice und ich habe es bis heute nicht vergessen. Und Digga, es ist einfach auch greifbar für mich mittlerweile so, dass man auch mal sagen kann, ey, ohne dass das jetzt irgendwie abgehoben rüberkommt oder so. Aber ich habe mir das ja auch alles irgendwie selber erarbeitet und ich finde, dann kann man sich so einen Traum auch mal ermöglichen. Und deswegen ist mein Ziel ein Ford Mustang V8. Hier vielleicht mal ein kurzer Ausschnitt, wo ich damals mit 19 Jahren meinen ersten Mustang abgeholt habe. Das war der kleine Motor. Junge, Alter. Ey, ich schwöre, das ist so geil, ne? Junge, ich glaub das gar nicht. Ich habe einfach ein Auto. Und ich habe diesen Tag bis heute nicht vergessen und deswegen will ich einfach wieder einen Mustang haben. So, da denke ich die ganze Zeit dran. Und dann dachte ich mir, machst du mal hier Videoprojekt, mal gucken, wie lange es dauert. Ich bin einfach mal auf mobile.de, hier könnt ihr ja sehen, es gibt so viele Mustangs, die alle verkauft werden. Ganz, ganz wichtig für mich, es muss diesmal V8 sein, 421 PS. Ich habe mich damals auch immer geärgert, dass ich den Kleinmotor genommen habe, einfach weil es ist dann kein richtiger Mustang, es ist einfach so. Und das stand ja auch super oft in meinen Kommentaren. Und hier gibt es wirklich, glaube ich, hin und wieder mal ein geiles Angebot, wo man einen Mustang 40.000 Kilometer oder so für 30.000 € bekommt in einem guten Zustand. Ich meine, meiner hatte auch nach 3 Jahren 60.000 Kilometer drauf und der war immer noch super in Schuss. Ist ja auch klar. Deswegen hatte ich hier einen letztens gefunden. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel einen. Oh, egal, der ist von 2015, was in Ordnung ist. Hat 43.000 Kilometer auf der Uhr, kostet 25.900 €. Nur jetzt mal als Beispiel. Klar, der wird wahrscheinlich, wenn ich mein Projekt hier fertig habe, schon verkauft sein. Dann gibt es einen neuen. Aber mir ist auch extrem wichtig, dass es mein Auto ist. Dass ich da so ein bisschen dran rumbasteln lassen kann, dass ich den folieren lassen kann und so weiter. Das wollte ich schon immer mal machen. Ich möchte nämlich einen neongrünen Mustang. Vielleicht ändere ich die Farbe auch nochmal, aber hier mal ein Bild. Ey, es ist einfach zu wild, oder? Schwarze Felgen, neongrün, uiuiuiui. Also das ist das Ziel für diese Videoreihe, super wichtig, ein Ziel zu haben. Ich glaube, damit das auch für die Zuschauer cool ist, schreibt eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Ich habe auch wirklich lange überlegt, ob ich mich ernsthaft jetzt hier hinsetzen kann und sagen kann, ey, das Ziel sind 30.000 €. Und ich habe mir auch vorgenommen, das Ganze in 4 Monaten zu schaffen, was ich glaube ich schon schaffen kann. Ich erkläre euch gleich wie. Und es wäre so wild, Alter. Ich hätte dann einfach wieder mein altes Auto. Es war mein erstes Auto und ich habe das Auto mega gefeiert. Klar, jetzt habe ich auch ein Auto, was super nice ist. Das ist ein Leasingwagen, der gehört nicht mir. Und ich bin die ganze Zeit immer, wenn ich einen Mustang sehe, Digga, ich fühle es einfach so. Natürlich V8 diesmal, ihr wisst es. Ich bin mal gespannt, was, ich habe ja auch, glaube ich, noch ein paar Mustang-Fans hier als Zuschauer, was ihr dazu sagt. Allein, wenn ich schon dran denke, kriege ich ein happy Gefühl. Und dafür ist es auch einfach, so YouTube-Videos zu machen. Und klar, wenn ich sowas jetzt meiner Mama erzählen würde, die würde sagen, du bist doch bekloppt, du hast doch ein Auto. Aber wenn ich mir sowas in den Kopf gesetzt habe, will ich das auch durchziehen und ich hoffe, es klappt. Also Leute, ich hatte von diesen Restpostprojekten noch 1100 €. Das habe ich euch, glaube ich, bereits eingeblendet. Plus, dann habe ich jetzt nochmal 1000 € aus meiner eigenen Tasche investiert. Davon nochmal so eine neue Saturn-Wundertüte gekauft. Ich weiß, das haben wir schon so oft gemacht, aber es ist einfach ein extrem guter Start. Ich muss an dieser Stelle auch sagen, Shoutouts an Dave, der macht das ja auch so ähnlich, also Trade-Up-mäßig. Das wollte ich auf jeden Fall mal erwähnen. Klar, er macht das, glaube ich, zu einer Rolex. Ich glaube, er ist auch schon ziemlich weit. Checkt das gerne mal ab. Und bei mir ist es jetzt ein Auto und ich werde es aber auch anders machen als Dave. Ich glaube nämlich, wenn ich nicht irgendwie ein bisschen auch die YouTube-Reichweite spielen lasse, ist es quasi unmöglich. Es geht nicht. Also da brauchst du ewig. Und ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel auf den Weg, den ich es mache, aber sonst ist es einfach nicht umsetzbar. Da muss man auch realistisch sein. Also starten wir quasi mit ungefähr 2100 €. 1000 € habe ich für diese Saturn-Wundertüte bezahlt. Da sollen 2000 € Warenwert mindestens drin sein. Ist ein neuer Saturn, da habe ich noch nie bestellt. Und was ich auch sagen muss, das Ganze hat absolut nichts mit meinem Online-Shop zu tun. Also die Sachen werden da
nicht verkauft oder so. Das ist eine andere Geschichte und den Online-Shop lassen wir außen vor. Ich werde das alles irgendwie so versuchen. Das Geld, was wir damit verdienen, kommt dann alles auf das Konto. Plus das Geld, was ich mit diesen ganzen YouTube-Videos, die sich auf dieses Geldexperiment beziehen, werde ich auch auf das Konto legen. Das werde ich euch auch genau zeigen, wie viel ich dann mit einem Video verdiene. Was man ja machen darf, habe ich sonst noch nie gemacht, aber ich werde es machen. Dann werde ich natürlich schauen von Folge zu Folge, wie ich das vermehren kann. Was kann ich kaufen? Was sollte ich besser nicht kaufen? Wo kann ich das Geld vielleicht auch mal rein investieren? Klar, das kann man auch mal überlegen. Und wenn sich dann noch ein cooler Kooperationspartner für diese Videoreihe findet, werde ich vielleicht auch mal ein Placement machen, was ich dann ebenfalls damit reinrechne. Klar, das kann man jetzt so und so sehen, aber wie gesagt, sonst ist es einfach halt schwer und unmöglich. Seht es aber gern von der anderen Seite. Ich meine, dann könnt ihr mal realistisch sehen, wie schnell es geht, als YouTuber Geld zu verdienen oder vielleicht eben auch nicht. Ich glaube, das ist ein cooler Einblick und wie gesagt, schreibt super gern eure Meinung in die Kommentare. Wenn ihr sagt, das ist absolut Bullshit, nehme ich das auch an, aber wartet erstmal ab, weil ich denke schon, dass es interessant wird. Dann bin ich mal gespannt, wie lange es dauert und wir machen jetzt erstmal das Paket auf, weil das ist der Start zum Ganzen. Let's go. Leute, hier, was haben wir denn hier? Scheiße, das Paket ist viel zu groß. Man kann mich ja gar nicht sehen. Ich weiß, Leute, hier sieht es ein bisschen chaotisch aus im Hintergrund. Nehmt es mir nicht übel. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe das lange nicht gemacht, hier so ein teures Paket. Das Ding wiegt hier auf jeden Fall 12 Kilo. Ich hoffe mal für die, ich meine, das war Saturn Krefeld, dass sie mir da gute Sachen reingepackt haben. Oh, eine Kamera. Geil. Hä? Starten wir mal hiermit. Ich glaube, das sind Gläser oder so. Was soll das denn? Die sind ja dreckig. Guck mal, da ist voll viel Dreck drin. Ganz ehrlich. Also auf den ersten Blick wirkt das hier so, als wären ein paar Sachen davon auf jeden Fall nicht neu. Was super schade ist, ne? Und sehr schlecht für meinen Start des Geldexperimentes. Beziehungsweise der Mustang ist bestimmt gerade auch traurig. Naja, nein Leute, ich will noch gar nicht zu negativ denken, weil wir machen erstmal weiter. Hier haben wir, habe ich noch nie gesehen, Strong Bond. Ich dachte, ich habe bei Saturn bestellt und nicht bei Teddy oder so. Okay, dann haben wir hier ein sehr schweres Paket. Was ist das denn? Cricut Maker Ultimate Smart Cutting Machine. Ach so, das hier ist eine Schneidemaschine. Ich zeig die euch mal. Boah, die ist echt schwer. Hier, ihr könnt es ja sehen. Vielleicht kennt ihr die ja. Die wird wahrscheinlich schon so. Boah, ich muss die erstmal abstellen. Also die wird, denke ich, schon nicht ganz günstig sein. Dann haben wir hier eine OK. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben hier eine Sony Alpha 6100. Eine geile Kamera, die, glaube ich, schon 1200 Euro kostet. Und die sieht auch ungeöffnet aus. Geil, Alter. Das ist schon mal nice. Das heißt, ich muss nur die hier verkaufen und habe schon Gewinn gemacht. Das kriegen wir, denke ich, hin. Und die Sony Alpha 6100 ist auch super beliebt. Die wird safe schnell weggehen. Dann haben wir hier ein Cricut Easy Press Mini Bud Mighty. Was ist das denn, Alter? Ist das ein Bügeleisen? Nee, ein Stempel. Easy Press. Sieht aus wie eine Mini-Presse, um irgendwas zu pressen. Aha. Und zu guter Letzt, dann war es das auch schon, ein Samsung Galaxy Tab S6. Ja, das ist jetzt auch nicht mehr, warte mal, das S6. Okay, da ist so ein Pen dabei. Das wird sicherlich auch 200-300 Euro kosten, oder? Das war es leider schon. Auf jeden Fall ein super schnelles Saturn-Unboxing. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Hä? Da müssen doch eigentlich die Originalpreise beistehen. War zumindest sonst immer so. Also ihr habt ja eh mal die Preise eingeblendet gesehen. Ich check mal kurz für mich selber ab, was die Kamera kostet und was das Tablet kostet. Ich bin aber jetzt doch zufrieden. Also ich glaube, das kann ganz gut werden. Okay Leute, schon mal gute Nachrichten. Insgesamt kommen wir auf knapp 2000 Euro. Ich glaube nicht ganz. Sonst hier nochmal der richtige Gesamtbetrag eingeblendet, was alles neu kostet. Klar, das werde ich nicht dafür bekommen. Aber ich habe viel Erfahrung und ich weiß, dass die Sachen ganz gut sind und auf jeden Fall schnell weggehen werden. Und wenn ich alles verkauft habe, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Start, mit dem ich zufrieden sein kann. Ich denke, 600 Euro Gewinn ist drin. Leute, was geht? Wir haben mittlerweile schon Sonntag. Das Video soll auch heute online kommen und ich wollte noch mal ein kurzes Update geben. Ich wollte eigentlich noch in dieses Video anhängen, wie ich jetzt versuche, Sachen weiter zu verkaufen. Ich wollte auch mal An- und Verkauf testen. Klar, das wird wahrscheinlich nicht so viel bringen, aber man kann es ja mal versuchen. Wir haben ja auf jeden Fall in der Nähe so ein paar Läden. Einen kenne ich auch, deswegen checken wir das mal ab und mal gucken, ob es das lohnen kann. Ich kann sagen, die Kamera, die nicht 1200 Euro kostet, sondern mittlerweile nur noch 1000 Euro bei Saturn oder 999. Hier haben wir sie, die Sony Alpha 6100. Habe ich schon verkauft, also noch nicht, aber ich habe einen Käufer. Der hat 120 Euro gespart, also ich habe sie jetzt für 880 verkauft, was ja voll okay ist. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr nice. Wir müssen jetzt noch das restliche Zeug loswerden und dann denke ich schon, dass ich so ca. 600 Euro an der Sache verdienen werde, was ein guter Start ist. Ihr könnt auch super gerne in die Kommentare schreiben, was ich noch so anstellen soll mit dem Geld. Und was im nächsten Part dann auch interessant ist, ich werde halt die Einnahmen von diesem Video auch oben drauf rechnen. Sonst ist es halt nahezu unmöglich oder wird halt viel, viel, viel zu lange dauern, denke ich mal. Gut, vielleicht entwickelt sich auch in eine Richtung, wo ich das dann nicht machen muss, aber ich glaube nicht. Also muss man einfach realistisch sein, habe ich ja schon oft gesagt. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, wenn ihr weitere Parts von diesem Experiment sehen wollt. Und mal schauen, wie lange es dauert, bis ich meinen Mustang wieder habe. Haut rein. Ciao.